Willkommen zu einer weiteren Folge Einfach dein Kiez, dieses Mal aus Berlin-Neukölln. Ein Bezirk mit langer Geschichte, teilweise Isolation, wurde dann Einwanderer und auch Problembezirk und dann wiederum Trendsetter und auch Gentrifizierung ist hier durchaus ein Thema. Trotzdem findet hier auch immer wieder Innovation statt und das wollen wir gerne an drei Beispielen beleuchten. Zum ersten ein Verein, der sich für die Rechte von Homosexuellen einsetzt. Als zweites besuchen wir eine besondere Backwerkstatt, wo Low Carb gebacken wird und als drittes wollen wir uns eine Initiative für Kinder und Jugendliche anschauen. Und das wird wieder zeigen, wie unterschiedlich Berlin und im Speziellen Neukölln sein kann in einer neuen Folge Einfach dein Kiez. Hallo Florian. Hallo. Marcel, guten Tag. Ich dachte, ich hätte so ein bisschen eine Vorstellung, was mich erwartet. Jetzt habe ich gar keine Idee mehr tatsächlich. Lass uns mal gucken. Gerne. Was genau, wofür steht Schwutz erstmal? Schwutz ist die Abkürzung für Schwulenzentrum. Wir bezeichnen uns heute als queere Club. Queer heißt lesbisch, schwul, trans, inter, überhaupt gar keine Zuordnung zu einer Geschlechtlichkeit mehr. Ich habe gerade beim Rumgehen schon diesen Plexiglaskasten gesehen, wo überall Stöckelschuhe oder verschiedenste Schuhe drin sind mit Unterschrift. Das muss doch eine Bedeutung haben, oder? Wir haben hier eine Reihe Berlin Live heißt die. Da werden große Künstlerinnen auf die Bühne gestellt, fürs Fernsehen gefilmt. Und unter anderem sind hier Rick Astley, die Editors, aber auch Debbie Harry von der Band Blondie aufgetreten. Mhm. Und alle Künstlerinnen müssen halt einen Schuh signieren und den sammeln wir hier. Und eines Tages werden die hoffentlich mal für einen guten Zweck versteigert. Okay, das klingt nach einer coolen Tradition. Ich bin selber ja hier in Berlin geboren und Neukölln steht natürlich auch für Multikulti, steht aber auch für Religionen, die aufeinandertreffen, stehen auch für unterschiedliche Werte, die aufeinandertreffen. Ich kann mir vorstellen, dass in Neukölln auch mal ein gewisser Widerstand mehr einem vielleicht entgegenschlägt als anderen Bezirken, oder liege ich da völlig falsch? Ich glaube, du liegst ziemlich falsch. Ich halte es für ein Gerücht. Es gab natürlich auch, als wir entschieden haben, hierher zu gehen, so ein paar Ängste innerhalb der Community. Also scheint das nicht von ungefähr zu kommen? Klar, also ne, die Vorurteile sind ja erstmal da, weil sie Vorurteile heißen. Und dann ist ja das Schöne, dass wir es in den letzten 5 Jahren hier am Standort zeigen konnten, dass von denen eigentlich im Grunde nichts übrig blieb und wir eher so gar eine sehr gute Einbindung in den Kiez und auch in den Bezirk gefunden haben. Okay, das ist natürlich schön zu hören. 1600 Quadratmeter, man erahnt es ja schon, ist verdammt viel Fläche. Ich bin natürlich gespannt zu sehen, was ihr hier so zu bieten habt und was für besondere Orte ihr habt. Würdet ihr mir noch ein bisschen was zeigen? Komm mal okay. Mit. Pflanzen sind auch so ein Thema, ne? Ja, natürlich. Siehst du da drüben? Willkommen im Dschungel. Alles, was glitzert, ist, glaube ich, gut im Schmutz. So, hier wird es ein bisschen schräg. Hier wird es ein bisschen schräg. Genau. Wir haben den Punkt gefunden. Das ist ja cool. Freiheitsstatue in rosa? Ja, Statue of Liberty. Das finde ich ein spannendes Statement an, an der Stelle, wo ich das gerade sehe. Das sind jetzt die spektakulären Toilettenräume des Sports. Das Besondere ist, ihr habt Unisex. Also hier können alle zusammen auf Toilette. Genau. Keine Trennung zwischen Mann, also zwischen irgendwelchen Geschlechteridentitäten. Genau. So, um das jetzt allgemein zu halten. Wie im Zug. Dann gehen wir da mal in den etwas älteren Teil. Merkst du jetzt schon, die Mauern werden etwas dicker. Oh, Wahnsinn, das ist 60. Wir gehen jetzt vom 70er Jahre Neubau in den Altbau. Wo wir gerade beim Historischen sind, man könnte jetzt den Eindruck bekommen haben, dass ihr hier nur Party macht und es sei euer Club. Dahinter steckt ja auch ganz viel Vereinsarbeit, die auch politische Ziele verfolgt, nehme ich an. Der Verein hat zur Aufgabe, heute immer noch queere Themen aktiv zu gestalten, politisch aktiv zu sein. Das ist für uns natürlich als queerer Club und die Menschen, die bei uns feiern, besonders wichtig, der Rechtsruck momentan, dagegen aufzustehen. Wir machen hier Diskussionsveranstaltungen und versuchen aufzuzeigen, was kann man tun gegen rechts. Wir machen Selbstverteidigungskurse für queere Menschen hier, um sie zu empowern. Also da gibt es schon ganz viel an Arbeit, das Schwutz bis heute leistet. Das heißt, Party auf der einen Seite, schön und gut, aber dahinter steckt auch Vereinsarbeit und vor allem auch langfristige Ziele und Kampf in eurem Interesse für letztendlich aber eine offenere Gesellschaft. Genau. Das ist sehr schön zu hören. Vielen Dank für diese Eindrücke an der Stelle. Sehr, sehr gerne. Eine Sache haben wir immer noch, das sogenannte Einfach-Dein-Kiez-Quiz. Darf ich euch dazu herausfordern? Was gibt's zu gewinnen? Das wird sich am Ende zeigen. Okay, dann bitte ich euch, Platz zu nehmen für Einfach-Dein-Kiez-Quiz. Alles klar.
Ihr seid bereit? Ja. Ja. Frage Nummer 1. Von welcher Buslinie handelt der Song Du kommst aus Neukölln und riechst würzig? Boah, ist die 104? Du sagst 104? Du kannst irgendeine Zahl raten. Ich hab keine Ahnung, ehrlich. Diese Buslinie geht bei den meisten als die meistgehassteste Buslinie Berlins. Das ist doch der 104er, der kommt doch nie, oder? Okay. Okay, die Wahrheit ist M41. Ach, M41. Ist leider nicht bei. Leider nicht geklappt. Egal. Okay, ihr kennt die Sonnenallee, nehme ich an. Ja. Ja? Was glaubt ihr, wie viele Mülleimer gibt es auf der Sonnenallee? Ein. Nein. Einen. 240. Wow. Du sagst 240, ja. Er sagt 1 und er gewinnt mit 1, weil es 65 nice. Sind und er näher dran ist. Sehr gut. Ja. Dann, okay, 1-0. Und die finale Frage, was ist, und das kommt eher so aus dem Clubbereich, nehme ich auch an, was ist Fucci? Das ist Weinbrand-Cola. Weinbrand-Cola. Oh. Ja. Das hat er jetzt aber zuerst gesagt. Du wusstest es zwar, aber er hat es zuerst gesagt. Gut, gut. Zum Leid, das ist Weinbrand-Cola, wie muss es serviert werden? Ich kenne Edith schon länger. Naja, 1:1 vor allem. 1:1 das Verhältnis. Und lauwarm. Und lauwarm, genau. Ja, das, 1:1 ohne hab Eis. Habe ich gelernt von meiner Quizcard. Du hast 2:0 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch bei Einfach-Dein-Kiez. Du bist der Champion von Neukölln. Das ist nicht alles Tages ändert. Und du gewinnst Folgendes. Und zwar, wo denn? Unter mir. Ah, wir haben. Ja, so tolle Regierung. Also, das sind Cupcakes von Sweet Kitchen. Das ist das Projekt, wo wir uns als nächstes uns heute anschauen. Und das sind auch Cupcakes, die low carb hergestellt worden sind. Dann ist es eh nichts das für heißt dich. Für ach, guck mal hier. Okay. Pass mal auf. Es sind 2. Ich schenke dir den. Oh, Schatz, du bist so lieb. Vielen Dank. Ohne Glitzer aber leider. Ich entschuldige mich an der Stelle. Geht doch. Guten Appetit. Okay. Ich hoffe, die schmecken. Mm. Okay. Mm. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke dir. Danke, dass wir hier sein durften im Schwurz. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ihr esst mal auf, ich verziehe mich. Macht's gut, viel Erfolg weiterhin mit dem Laden, mit dem Verein und schön, wie ihr euch in der Gesellschaft einsetzt. Vielen Dank für den Einblick. Danke. Tschüss, macht's gut. Ciao. Ciao. Florian und Marcel, zwei richtig coole Typen und ganz ehrlich, ich habe einiges dazu gelernt. Am Ende hat einer sogar noch diese Low-Carb-Cupcakes abgestaubt. Und wo sind die wohl her? Ja, darum geht es bei uns als nächstes. Ich stehe gerade vor dem Gebäude, in dem sich unter dem Unternehmensnamen Sweet Kitchen eine junge Dame überlegt hat, wie man Gebäck mal ganz anders produzieren kann. Und das schauen wir uns an. Mixed Emotions. Hallo. Herzlich willkommen. Wenn du sagst, dass ihr letztendlich backt, aber low carb, frage ich mich, was für Produkte bietet ihr denn an? Hauptsächlich Süßes, Muffins, Donuts, Waffeln. Und inhaltlich geht es eben darum, den Leuten eine Alternative zu ganz normalen, kalorienreichen Muffins zu bieten. Okay, für mein Verständnis heißt es, man will am liebsten irgendwie Butter, nicht unbedingt bei Low Carb, aber gerne rauskriegen, aber vor allem Mehl und Zucker. Und durch was ersetzen? Ja, durch langes Experimentieren habe ich herausgefunden, dass ich die Butter mit Zucchini und Quark ersetzen kann. Und dann natürlich die Mehle, das ist auch nochmal eine Herausforderung, denn in ganz normalen Mehlen ist ja Gluten enthalten. Mhm. Und meine Lösung war dann, dass ich verschiedene miteinander kombiniert habe, wie zum Beispiel Kokosmehl, Leinmehl, Süßlupinenmehl. Das letzte ist dann nur noch der Zuckerersatz, das war aber am einfachsten. Wie bekomme ich denn jetzt Sweet Kitchen Sachen? Das ist wirklich ein reiner Online-Shop. Aber wir haben auch das erste Sweet Kitchen Café in Berlin in Planung. Okay, wo? Kannst du das soll schon auch verraten? In Neukölln sein. Neukölln ist für dich also ein Stück weit schon immer Heimat. Zu Hause oder Heimat? Also ich bin hier groß geworden, bin zur Grundschule gegangen, sogar zur Oberschule hier gegangen. Und ja, also hier habe ich mein ganzes Leben verbracht. Was bedeutet denn dann Neukölln für dich? Mein Leben. Also es ist für mich mein Kiez. Es ist einfach meine Heimat. Jetzt aber erstmal zu Muffins. Das ist das Beste. Ja. Hier vorne, das sieht aus, eigentlich sieht es für mich aus wie Cheesecake. Raspberry Cheesecake, genau. Das ist schon mal gut, wenn ich jetzt absolut sofort erkenne, was du da hast, ja, dann funktioniert das schon mal, oder? Das ist schon mal Feedback für mich, gutes Feedback. Okay, was soll ich zuerst kosten? Ich finde den klasse. Cheesecake? Der ist nämlich auch super beliebt okay. Und der ist sehr, sehr soft. Okay, bin ich gespannt, weil ich liebe New York Cheesecake. Hm. Okay, der ist ganz soft. Extrem cremig. Witzig, ich habe nicht mal in die Himbeer gebissen, aber ich krieg so ein bisschen Himbeer-Vibes, obwohl ich ja gar nicht bei der Himbeere bin.
Das ist gut. Das ist wirklich eine interessante Alternative dafür, dass man sich ja auch einen Gedanken darüber macht, wie man sich ernährt und trotzdem nicht auf das Süße verzichten will, weswegen das eine interessante Alternative ist. Das ist dir wirklich gut gelungen, finde ich. Dankeschön. Als einer, der viel weiß über Essen. Vielen, vielen Dank fürs Zeitnehmen. Hat mich sehr gefreut. Danke, dass wir reinschauen durften. Gerne, viel Erfolg gerne. Weiterhin. Dankeschön. Vergiss nicht, dass wir schon da waren, als du noch nicht eine reiche Milliardärin und Imperium bisher hast. Werde ich nicht vergessen. Mach's gut. Tschüssi, danke. Tschüss. Als drittes schauen wir uns heute eine Initiative an, die heißt Street Players. Und von der treffe ich jetzt die Dorothee. Du bist von Street Players. Richtig. Was seid ihr und was macht ihr? Das ist ein Projekt vom Nachbarschaftsheim Neukölln. Mhm. Das ist der Trägerverein. Und wir machen Sport- und Freizeitangebote hier in Neukölln auf den Plätzen, hier auf dem Herzbergplatz. Ja. Unser Ansatz ist so ein hinausreichender Ansatz. Das heißt, wir gehen auf die Plätze, wo die Kinder sind und binden die in pädagogisch angeleitete Angebote ein. Was heißt das jetzt im Falle von Fußball, pädagogisch angeleitet? Na, dass wir eben Pädagogen haben, die mit denen Fußball spielen. Das heißt, es sind von uns Leute dabei, die gucken, dass wir irgendwie gemeinsam Fußball spielen, dass wir auch überlegen, was können wir irgendwie für Regeln festlegen, dass Kinder eben über den Sport irgendwie demokratische Werte auch lernen. Das heißt, wenn es mal zu Konflikten kommt auf dem Sportplatz, findet ihr auch Möglichkeiten zu zeigen, wie man Konflikte austrägt, ohne gleich irgendwie aufeinander loszugehen oder zu schreien. Genau. Ah, das ist aber ein schöner Gedanke natürlich. Gibt es denn, oder was ist bei den Kindern denn das Beliebteste an eurem Angebot? Gibt es so ein paar Sachen, wo sie sagen, ah, da freue ich mich jedes Mal drauf? Oder Sachen, wo sie sagen, oh nee, nicht schon wieder? Oder wenn Dorothee kommt, dann nee, die meckert immer, wenn ich das mache. Also Fußball läuft natürlich immer gut. Und ansonsten, wie wäre es, wenn wir mal die Kinder fragen? Von mir aus? Ja. Was mögt ihr denn bei Street Players am meisten machen? Mal zu boxen, mal zu boxen? Kochen, ja, und fertig. Mir gefällt es hier die Spiele. Skateboard, Football, Tischtennis. Ich mag mit denen zusammen rauszugehen und zusammen kochen und zusammen mit denen zu spielen. Ich mag hier alles. Alles? Nichts, alles, was du nicht machst? Sie machen Ausflüge. Ja, wir unternehmen viel was. Das ist schön zu hören. So, wer will weiter Fußball spielen? Ich. Okay, ab, dann weiter Fußball spielen. Ja. Viel Spaß. Cool. Sie mögen alles und sie hassen nichts. Ja, das ist doch gut. Das ist doch schön, da macht ihr wirklich eine tolle Arbeit. Wie viele Kids sind denn das normalerweise? Wir hatten jetzt hier so 5, 6, 7 stehen. Pro Angebot sind es zwischen 20 und manchmal sogar 50 Kinder, die mitmachen. Oh, wow. Ne? Man sieht ja, ob Fußball, Skateboarden, Kochen, ihr bietet ja eine ganze Menge an. Gibt es neben diesen Sachen noch etwas, ich sag mal, künstlerisch oder literarisches, was man im Angebot findet? Wir hatten diesen Sommer ein Theaterprojekt gemacht, das war so Straßentheater mit einer Künstlerin, die hat so Clownerie und Theater mit den Kindern gemacht. Da hat sie tatsächlich hier auf dem Herzbergplatz hatten die auch einen großen Auftritt am Ende und auf dem Harzer Kiezfest war dann nochmal eine große Premiere vor großem Publikum. Wenn ich jetzt zu euch hinkommen will, kostet das was? Kann ich da hinkommen oder wie kann ich euch unterstützen? Kann ich spenden oder wie funktioniert das? Also die Angebote, die wir durchführen, sind alle kostenlos und spenden kann man immer gerne. Sind wir auch immer auf der Suche natürlich nach Spenden. Und das geht einfach über das Nachbarschaftsheim Neukölln. Nachbarschaftsheim Neukölln. Genau. Oder auf unserer Webseite www.street-players.de. Einfach Street Players bei Google, man wird es wahrscheinlich hinbekommen. Okay, echt coole, schöne Sache. Kids in Neukölln, die hier Spaß haben und ihr, die euch an einem Freitagabend noch Zeit nimmt. Es ist schön, dass wir da sein durften. Jetzt viel Spaß weiter beim Fußballspielen. Danke. Genießt es. Schönen Abend noch. Schwulenzentrum, Low Carb, Cupcakes und Kinder und Jugendliche aus verschiedensten Herkünften, die zusammenkommen, spielen und Spaß haben. Das war Berlin-Neukölln in einfach dein Kiez, verdammt abwechslungsreich und ziemlich cool, wie ich finde. Abonniert den Kanal der Berliner Sparkasse und verpasst keine weitere Folge von einfach dein Kiez.